Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Paragon Pioneers 2. Oh Gott, wir müssen Inseln aufräumen, auf jeden Fall weiter. Aber wobei, ja, wir müssen vor allem den Palast hier bald mal fertig kriegen. Aber ich glaube, dafür habe ich immer noch zu wenig Marmor am Start, richtig? Geht so. Oh, aber wir haben inzwischen 100 Werkzeuge, die würde ich tatsächlich mal einladen. Und mal hier runterfahren. Ja, da noch ein bisschen mehr Salz produzieren müssen. Oder können auf jeden Fall. Es sind so hier und da so ein paar Ruhmeshallen gespawnt. Also hier unten steht zum Beispiel auch noch eine. Und hier steht noch keine. Hier steht, glaube ich, eine. Ja, genau, hier steht eine. Hier oben ist eine. Hier ist eine. Und, oh Gott, wenn... Achso, ich wollte gerade sagen 2 Stunden, aber nein, du bist in 2 Minuten 20 da. Voll gut. Dann können wir hier auch noch eine hinsetzen. Das finde ich sehr fein. Wie sieht es denn inzwischen aus? Wir sind inzwischen bei 37. Schön wäre es. Bei 27 Inseln. Okay. Das ist gut. Was nicht so gut ist, ist, dass wir jetzt noch 124 Gunst brauchen für eine weitere. Aber prinzipiell können wir hier in 3 Stunden ja dann auch irgendwo, weil das wird geldtechnisch wahrscheinlich noch nicht gehen. Aber wir können dann langsam mal anfangen, hier die beiden zusammenzulegen. Was brauchen denn die Tabakdinger eigentlich für den Bau? Nichts Dolles, ne? Ah, die sind inzwischen free. Okay. Die brauchen ein bisschen Faser. Ja, gut. Das ist ja entspannt. Dann müssen wir da keine extra Rohstoffe hinkarren. Sondern können das alles so machen. Gut, dann brauchen wir kein extra Schiff. Das ist in Ordnung. Verkaufen kann ich gerade nichts, oder? Naja, das habe ich alles gemacht. Okay. Dann erst wieder so in 3,5 Stunden. Okay. Dann... Nee. Wo war der Kampf? Ach, hier. Wie lange laufen die noch? Ja gut, die laufen auch noch eine Weile. Das heißt, hier können wir aber ein klein bisschen was machen. Das ist fein. Hier können wir ein paar Minen nämlich bauen. Da hatte ich schon mal vorbereitet. Und hier schon mal Lagerhäuser und die Heizwerke hingepackt. Und dann... Damn, kosten die viel Gold. Na gut, sei es drum. So, Zinkminen. 1, 2, 3, 4 Zinkminen. Abfahrt. Wo Abfahrt? Da kommst du angejodelt. Das ist sehr gut. Ich glaube, das Schiff kann ich dann zurück nach Eterra schicken. Ich glaube, das brauchen wir hier nicht mehr. Aber mit Holz müssen wir echt mal gucken. Also, wenn der Kollege hier weg ist in einer Stunde ungefähr, muss da auf jeden Fall noch ein Holzfäller hin. Also wir kommen im Moment ganz gut hin. Die Heizwerke verbrauchen 4 die Minute. Und wir produzieren 6. Das ist okay, aber das heißt, wir kriegen im Moment nur 2 die Minute für den Bau ran. Das ist halt nicht so viel. So, du fährst mal schön nach Eterra zurück. Und dann bauen wir hier noch eine Ruhmeshalle hin. Braucht die eigentlich Wärme? Keine Ahnung, ich pack die mal dahin. Ist das smart? Nee, das ist überhaupt nicht smart. Hier muss eher ein Lager hin. Damit wir da die Mine noch anschließen können. Ja, dann gehst du einfach mal hier hin. Passt schon. Wahrscheinlich haben die Fußbodenheizung in dem fancy Gebäude. Bringt jetzt halt auch gar nicht so viel. Aber so die Masse an Ruhmeshallen macht es dann, glaube ich, einfach. Und tatsächlich, ich weiß gar nicht, die ideale Größe ist auf jeden Fall, also für 100% ist auf jeden Fall gar nicht so riesig, weil die 24er Insel
hat schon irgendwie 111%. Also ich schätze mal eine 22er Insel komplett aufgeräumt. So ungefähr ist das Optimum. Ne, oder eine 20er Insel. 400 Teile, 20 mal 20 wäre 400. Aber eher eine 22er, weil wir ja auch immer so kleine Ausbuchtungen haben. 24 mal 24 ist ja eigentlich auch nicht 444. Ja. Sondern deutlich mehr. Von daher. So, wir können hier auf jeden Fall. Warte mal, das Lagerhaus reicht da nicht, ne? Nee. Das ist alles mittelmäßig furchtbar. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen. Das Heizkraftwerk reicht aber auch genau. Na, also wenn ich es hier hinpacken würde, dann würde es halt die Mine nicht mehr mitnehmen. Oh, ist auch alles 100% furchtbar. Okay, dann ja, gehst du dahin und dann geht das Lagerhaus dahin, meinetwegen. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Bäume, sonst kriegen wir hier nie genug Stuff zusammen. Muss ich dann zwar manuell wegklicken erstmal, aber das ist schon okay. Brauchen auf jeden Fall Bauholz. Können wir von irgendwo was rüberfahren? Jo, safe. Lass mal irgendwie 400 Bauholz hier rüberkarren. Wie ich schon automatisch in der Inselliste beim Schiff einfach scrolle, weil ich es so gewohnt bin, dass wir da irgendwie so 10, 12 Inseln drin haben. Aber ist hier einfach gar nicht nötig. Wir könnten eventuell ein Kaviar-Problem kriegen. Das klingt jetzt sehr falsch. Das ist mir bewusst. Ist auch gerade sehr. Warum? Kamera, sei doch mal bitte nicht so. Danke. Nicht ganz so dunkel. So. Die Sache ist, wir nutzen hier die Stördinger genau aus und produzieren 1,75 Kaviar die Minute. Mit Blick hierauf könnte das knapp werden. Oder genau passen. Doch, es sollte eigentlich passen, wenn wir dann keine Kaufleute mehr haben und 1000 Paragons mal 3 sind 1,5 und noch ein Drittel von 0,5 drauf für 1000 dann. Ja, das geht schon. Also ganz im Zweifelsfall. Ich weiß gar nicht, wie sieht denn das hier mit Salz aus? 0,88. Ja, okay. Also wir hätten sogar noch ein bisschen Luft, was Salzproduktion angeht. Die Frage ist, haben wir noch Luft, was Kohleproduktion angeht? Ah ja, easy. Aber wobei. Ja, doch, ein bisschen schon. Aber transportiere ich nicht Kohle irgendwo? Hatte ich nicht hier. Nee, tatsächlich nicht. Hatte ich überlegt. Machen wir aber tatsächlich nicht. Okay. Könnten wir aber letztendlich machen. Also wir können theoretisch Kohle hier rüberfahren. Ich muss mal gucken, ob das nötig ist. Aber wir brauchen dankenswerterweise keine Kohle zum Einschmelzen von Stuff, aber wir werden halt unfassbar viele Holz brauchen. Hier halt auch nochmal für die Bleischmelze. Also das wird halt irgendwie unlustig. Von daher wäre es eine Überlegung wert, tatsächlich Kohle hier rüber zu fahren, ein bisschen. Mit dem Schiff dann auch. Dafür hatte ich das, glaube ich, ursprünglich mal hier in die Region gefahren. Um dann von den kleinen Heizwerken welche zu entfernen und durch große zu ersetzen, die mit Kohle laufen. Aber ja, wenn wir hier im Moment eine Kohle zu viel produzieren. Könnten wir halt easy noch eine Siedesaline bauen. Nee, brauchen wir gar nicht.
Wenn würde ich das... Ah nee, das kann ich hier nicht, ne? Weil wir nutzen tatsächlich, glaube ich, unsere Steinsalzminen komplett aus, oder? Ja. Okay, also wir kriegen auch... Achso, nee, aber wir haben ja schon mehr Salz, als wir brauchen. Also wir könnten theoretisch noch eine Kaviar-Manufaktur bauen. Und haben dann trotzdem... Ja, also wir müssten noch eine Störfarm irgendwo hinsetzen, die dann nicht 100% optimal läuft. Also die dann irgendwie nur ein Feld irgendwie mit bewirtschaftet. Aber so ist es dann. Wenn ich gerade nichts mehr habe, wo sie noch an zwei ran könnte. Also hier theoretisch noch, aber hier ist halt ein Feld schon belegt. Von daher... Aber das wäre noch eine Möglichkeit. Und dann können wir trotzdem safe Kohle rüber transportieren. Müssen wir nur gucken, dass wir nicht zu viel rüberkarren. Das können wir ja machen mit mal 200 im Lager behalten. Mach mal ruhig 500 im Lager. Na, 400 reichen, glaube ich. 400 safe im Lager behalten. Und dann können wir mal eine Handelsroute erstellen von hier. Mit Kohle. Hier rüber. Komplett ausladen, warten bis vollständig entladen. Und dann sieht das doch gut aus. Und dann müssen wir dann den Sturmdrachen zufügen. Da muss ich nochmal dran denken. So. Das passt soweit. Dann können wir hier noch ein bisschen weiter bauen. Da kann das zum Beispiel schon mal hin. Und... Ja, das wird ein bisschen knapp. Da warte ich gerade mal, bis ein paar Bäume ausgewachsen sind. Vielleicht kann ich noch ein bisschen Holz so sammeln. Auch eher mäßig erfolgreich. Aber wir können safe hier und hier. Also zwei Holzfäller kriegen wir hier schon noch mit hin. Das ist dann auch fein. Brauchen wir dann... Ja, wobei doch, je nachdem... Ich muss mal gucken. Du produzierst 0,33. Ja, dann kann nämlich eine Zinkmine schon zwei Zinkschmelzen bedienen. Das heißt, wir können theoretisch 8 Zinkschmelzen machen. Und genau das gleiche mit Bleischmelzen. Wir werden unfassbar viel Holz brauchen. 8 Bleischmelzen brauchen dann halt einfach mal 2 Holzfäller nur für sich. Dankenswerterweise braucht die Messingschmelze halt keinen Brennstoff für irgendwas. Finde ich okay, beschwere ich mich nicht. Ich hatte die Hoffnung, hier irgendwann Pelzjäger noch hinzupacken. Ich denke, das ist eher utopisch. Weil ich glaube, leere Grasfelder werden wir hier nicht haben. Und nicht so viele, auf jeden Fall. Also abgesehen davon, dass wir von 700 Paragons im Moment noch ein Stück entfernt sind, ist das so eine Sache, wo ich denke, ja, wir werden hier, glaube ich, einfach sehr viel Holz fällen müssen. Von daher... So, ich habe keine Ahnung mehr, was hier alles zu einem Holzfäller gehört und was nicht, aber passt schon. 142, dann würde ich jetzt mal Bleiminen angehen, die beiden.
Und die hier oben kann ich auch machen, da muss nur noch ein Lager hin. Ah, dafür haben wir aber nicht genug Holz. Dann machen wir das so. Okay. Ja, wir brauchen dringend diese 400 Holz. Like, dringendst. Ich finde es ganz angenehm, dass die Paragon-Gebäude hier auch nur Holz brauchen. Und halt Gold, aber das Gold hält sich einigermaßen in Grenzen. Also das könnte schlimmer sein. Die Frage ist natürlich... stimmt, dich hatte ich hier rüber geschickt. Ich erinnere mich. Weil ich hier noch Salz bauen wollte. Also mehr Salzsalinen bauen wollte. Und zwar hier und hier und hier und hier und hier und das war's, glaube ich. Genau, mehr Werkzeuge haben wir nämlich auch nicht. Aber dann brauchen wir auf jeden Fall noch zwei Lagerhäuser. Der Rest sollte angeschlossen sein. Ja, sehr gut. Dann haben wir wie viele von den Buden? 10. Produzieren 0,66. Das ist, glaube ich, ganz gut. Da müssen wir, glaube ich, nichts mehr importieren, weil hier haben wir auch nochmal 0,5 und die Schlachter verbrauchen 1. Okay, perfekt. Das heißt, wir können die Handelsroute einfach löschen. Komplett. Ich wollte gerade sagen, die leiten wir um nach Eterra, aber das kommt von Eterra. Achso, hier auf der Seite ist das. Handelsroute löschen. Ja, bitte. So, und du kannst schön nach Eterra fahren. Das ist okay. Wobei... Du wirst in Eterra wahrscheinlich nicht ausladen können. Wobei, du kannst hier auch nicht ausladen. Ja, schade. Gut, gut. Okay. Diese Insel umbenennen. Das passt mit Milchbrötchen so gar nicht. Auch wenn es Pasteten und keine Burger sind, aber am Ende kommt es irgendwie aufs Gleiche raus. So. Dann kann die Insel jetzt eigentlich vor sich hin vegetieren und ich muss hier, glaube ich, nichts mehr dran machen, oder? Kann ich da einen Haken dran setzen? Also theoretisch können wir hier langfristig noch mehr Salz herholen und dann... Also je nachdem, wie viel Leder wir brauchen. Wir brauchen halt insane viel Leder später. Das ist so die Sache. Ich habe hier 4 Kirschner, ne? Ja. Ja. Die nutzen die 16 Rinderzuchten aber auch komplett aus, zusammen mit den 8 Metzgereien. Also mehr Tierhäute kriegen wir hier nicht her. Aber wir produzieren immerhin 2 Tierhäute die Minute. Das würde theoretisch für 12 Gerbereien reichen. 12 Gerbereien produzieren dann 12 Leder pro Minute. Braucht eine Menge Stiefel, ne? Ah, mit 12 Leder die Minute würden wir sogar hinkommen. Wir müssen nur erstmal Messing an den Start kriegen. Und wir müssen dann halt noch mehr Gerbereien bauen. Wie sieht's hier mit Salz aus? Gar nicht mal so gut. Was aber auch daran liegt, dass wir ja noch zu der einen Insel exportiert haben von hier, was jetzt ja nicht mehr der Fall ist. Und wenn wir es unbedingt drauf anlegen wollen, können wir hier auch noch irgendwo eine Meersalzsaline hinpacken. Das geht schon.
bauen hier inzwischen auch einfach 12,5 Fisch die Minute ab und brauchen halt so 5. Aber wobei, warte. Ne, wir brauchen tatsächlich eher so 11. Alles gut. Nichtsdestotrotz könnte man eine Fischerhütte im Zweifelsfall wegräumen und hier eine Meersalzsaline hinpacken. Einfach noch so ein bisschen als Support im Zweifelsfall. Das würde auf jeden Fall gehen. Wo kommt denn die Handelsroute hierher? Wo ist sie denn? Ah, da. Du kommst von Vokage. Alles klar. Das ist hier. Hier könnten wir wahrscheinlich auch noch ein Schiff extra hinpacken. Jetzt mal schauen. Also auf die Handelsroute meine ich. So, du fährst bitte die Handelsroute. Dankeschön. Das dauert immer noch ewig, ne? Ja, okay. So, dann würde ich jetzt hier die... Ne, nicht die Bleischmelze. Die vierte Bleimine bauen. Und dann haben wir ja zumindest 3 Kupferminen schon am Start. Eine Kupfermine bringt 0,5. Achso, wir müssen erstmal die ganzen Schmelzen bauen, ne? Das ist so die Sache. Wie viel Holz haben wir im Moment über? 4,5 zu 6. Also 1,5 ungefähr. Ja, aber dann können wir doch zumindest schon mal 3 Zinkschmelzen bauen. Lass das mal machen. So. Hierhin. Wie weit reicht denn der Kontor? Okay, das sollte dann auch hier noch passen. Das ist gut. Und hier ist, glaube ich, auch gut. Ja. Okay, bis hier Kohle an den Start kommt, dauert halt leider ein bisschen. Von daher können wir da noch nicht unbedingt weitermachen. Also was die Heizwerke angeht, aber das ist schon okay. Das kann auch ruhig noch ein bisschen warten. Was kann ich erforschen? Ah, Bautrupp 4. Nee, Bautrupp 4 ist jetzt gar nicht mehr so wichtig. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich unbedingt als nächstes haben will. Also Gebäude kosten 10 Marmor weniger. Ist schon auch nice, weil unsere Marmorproduktion jetzt nicht so riesig ist. Wir könnten hier halt echt irgendwann nochmal eine vierte Insel in Angriff nehmen, was wir für Pelze wahrscheinlich sowieso machen müssen. Und hier dann noch Marmor mit abbauen. Das ging doch irgendwo, ne? Ja, genau. Marmorsteinbruch gibt's ja. Das wäre halt vielleicht eine Option. Wenn wir eh noch eine vierte Insel machen müssen, ich hätte hier halt easy Marmor mit hinpacken können noch, ne? Ah, wobei. Ah, vielleicht auch nicht. Also prinzipiell sind hier schon noch ein paar Spots Platz, aber von den Gebirgen her passte das, glaube ich, gerade so, dass es nicht garantiert gewesen wäre. Von daher ist schon ganz okay, dass das so gelaufen ist. Ich bin froh, dass die 4 von jeder Sorte, die ich haben wollte, tatsächlich auch so gespawnt sind. Also dass wir 4 Blei, 4 Kupfer und 4 Zink haben. Das hätte nicht so laufen müssen. So, du kannst auf jeden Fall noch ein bisschen was abgeben. Dann würde ich doch... Ach so, aber wir haben nicht genug Holz, ne? Naja. Wir haben noch 0,5 Holz über, ne? In der Produktion, glaube ich, gerade. 4,5 sind 5,5. Okay, das heißt, wir könnten theoretisch auch eine Bleischmelze schon mal machen.
Da spricht, denke ich, nichts gegen. Die würde ich mal hier hinpacken. Das ist schon mal ganz gut. So, das braucht noch. Ich glaube, dann sind wir fast erstmal good to go, oder? Ach, wir brauchen mehr Werkzeuge, ne? Wir brauchen eigentlich echt eine größere Werkzeugproduktion. Vor allem, wenn wir hier irgendwann den Palast angehen wollen. Der wird halt wahrscheinlich insane kosten. Ja, nicht so. Und das ist nur das Fundament. Wir produzieren hier im Moment massiv zu viel Eisen, ne? Machen wir hier irgendwas mit Eisen im Moment? Nee, gar nicht, ne? Das Eisenvorkommen wollte ich tatsächlich auch noch für irgendwas anderes haben. Tatsächlich nicht für Werkzeuge, sondern für Stahl, glaube ich, später. War so die Idee. Aber das sind tatsächlich nur 0,25 Barren die Minute. Und wir produzieren nur 0,75. Okay. Nichtsdestotrotz könnten wir hier ja erstmal Werkzeuge herstellen, oder? Und das Baumaterial dafür? Jo. 0,13. Haben wir genug Kohle dafür? Das ist so die Frage. 0,75. Okay, verbraucht nur 0,38. Sonst verbraucht hier keiner Kohle, ne? Ja, dann ist doch fein. Ja, dann erstmal Werkzeug machen. Ist dann ungefähr die Hälfte davon, ne? Ja, ziemlich genau wahrscheinlich. Okay, Werkzeugmacher, wo kann ich die denn mal hinpacken? Hier bist du an einem Lagerhaus dran, hier seid ihr an Lagerhäusern dran. Da wird's schon spannend. Hier und hier. Und da. Und das sollte dann, glaube ich, genau aufgehen. Dann verbrauchen die nämlich 0,75 Eisenbarren, die wir hier auch verbrauchen. Also da müssen wir dann später welche wegreißen, aber das ist fein. Ihr produziert relativ wenig insgesamt, ne? Ja, 1,5 die Minute geht tatsächlich. Dann machen wir mal Hammer Time 2 von hier mit Werkzeug und hier hin und Werkzeug ausladen und dann kannst du da gerne mal fahren. So. Das ist doch gut. Ah, du fährst nach Venice Beach, okay. Das macht sogar erschreckend viel Sinn. Okay, ich überlege gerade, ob ich das Schiff schon mal rüberschicken will, weil wir brauchen theoretisch ein Schiff, was voll ist und dann eins, was noch 460 ungefähr bringt. Und das wären jetzt schon 480. Will ich das schon mal rüberschicken? Ja, ist schon okay, oder? Machen wir mal. Hier kommt hier eh noch eine Galeone an in 5 Stunden. Verbrauche ich eigentlich gerade irgendwo Werkzeuge? Ich baue keine Schiffe im Moment. Verbraucht hier irgendwas Werkzeuge?
muss eigentlich. Ah ne, die werde ich schon irgendwo hingekarrt haben, ne? Ja, die habe ich, glaube ich, zum Bau hier runtergefahren. Für die Meersalzsalinen. Das war, glaube ich, der Punkt, weswegen ich so wenig Werkzeug habe. Okay. War das Schiff nicht eben schon da? Da war die Markierung noch nicht hier. Weird. Okay. Gut, ich glaube, dann können wir jetzt erstmal so 2 Stündchen warten. Oder 3. Bis die Insel hier entdeckt ist. Oh, ey, wir werden da nicht weit kommen, ne? Das wird so teuer, die freizuräumen, aber okay. Bis hier ernsthaft Kohle am Start ist, dauert das auch noch ein bisschen. Bis wir hier noch einen Holzfäller bauen können, dauert das auch noch eine halbe Stunde. Na, wobei, sind 12 Minuten fertig. Inzwischen. Die Frage ist, habe ich die 12 und hier kriegen wir halt nicht viel hin. Also das Gebiet wäre halt deutlich wichtiger. Kann ich? Also bringt das was? Irr. Theoretisch ja, also mit dem Feld dazu hättest du dann deine 14. Aber ihr müsst halt auch noch einen Förster hin. Wobei, der könnte vielleicht hier so hin. Ach, shit, das wollte ich gar nicht. Ich wollte abbrechen drücken. Nee, das bringt's da alles irgendwie nicht. Nee, also da wirklich erwarten, bis das fertig ist. Wie lange braucht der noch? 3/4 Stunde. Der ist dann aber auch nicht fertig. Der räumt gerade nur den kleinen Kram weg. Und dann müssen wir den noch irgendwie platt machen mit 120.000 Hitpoints. Ich glaube, das wird auch nochmal teuer. Da werden wir eine Menge von denen brauchen. Weil die machen im Moment am meisten Schaden von dem, was wir haben. Die machen 50 Schaden, die machen nur 20. Warte mal, können wir... Falsche Insel. Können wir... Wenn wir Werkzeuge hätten, könnten... Aber das sind nicht die Einheiten, die ich haben will. Also die sind nett, aber... Ah, die sind verzögert, ne? Verzögert ist nicht gut. Wir bräuchten irgendwas, was vor der dritten Angriffsphase angreift. Und halt ordentlich Schaden macht. Wie ist denn das mit den Musketen? Das müsste ich tatsächlich nochmal im Wiki nachgucken. Units. Oh, die sind halt... Naja, wobei, das bringt's auch nicht unbedingt. Also die haben Triple Strike. Und machen damit 135 Schaden. Aber vor der dritten Angriffsphase machen die auch nur 90. Also da können wir letztendlich auch die Crossbowmen nehmen. Also die sind prinzipiell halt schon nochmal insgesamt deutlich besser als die Crossbowmen. Keine Frage. Boah, die Kanoniere sind halt auch fett, ne? Die machen halt... Also die haben halt Last Strike, aber 145 Schaden und Trample ist halt auch fett und 90 Hitpoints. Die sind schon auch tanky as fuck. Die bringen halt nichts, die machen zu wenig Schaden. Also die machen 10 Damage. Die haben zwar 120 Hitpoints dann durch die Rüstung, aber... Ja, Mist. Und dafür brauchen wir, um das Gebäude zu bauen, auch erstmal Fenster. Und dafür brauchen wir Glas. Oh Gott. Und dafür brauchen wir Blei hier drüben.
Gott, es ist alles furchtbar. Es ist alles furchtbar. Weißt du, du denkst, oh, ich habe meine ersten Paragons und jetzt haben wir es bald. Und dann stellst du fest, nee, eigentlich muss ich mich hier noch um 48 weitere Warenkreisläufe kümmern. Jetzt leider. Schade. Nun...